Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Guten Abend, liebe, sehr verehrte Susan Sarandon. Mit der goldenen Kamera werden meist Menschen ausgezeichnet mit besonderen Talenten, die Besonderes geleistet haben als Schauspieler, Regisseure, Musiker, Moderatoren oder Comedians. Manchmal ehrt eine goldene Kamera aber viele Talente gleichzeitig. Viele bewegende Höhepunkte in einem langen Künstlerleben, so wie diese goldene Kamera für Sie, Susan Sarandon. Für Ihr Lebenswerk, für Sie als Gesamtkunstwerk, als inspirierende Schauspielerpersönlichkeit, als Kämpferin für kulturelle Qualität, aber auch als passionierte politische Aktivistin. Susan Sarandon ist ein geborenes Vorbild und das im wahrsten Sinne. Sie beginnt ihre Karriere mit einem Bachelor in Schauspiel, Literatur und jetzt festhalten bitte, mit Militärstrategie. 1975 glänzt sie an der Seite von Robert Redford im Melodram Tollkühne Flieger. Hier darf sie ihren ersten Heldinnentod sterben. Im selben Jahr schafft sie ihren Durchbruch mit dem ausgeflippten Grusical The Rocky Horror Picture Show. Was mich besonders begeistert, ist die Auswahl ihrer weiteren Rollen. Ihr Bedürfnis, eine starke Position in der Männergesellschaft zu beziehen und ihre Bereitschaft, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und rebellische Positionen einzunehmen. Gegen das Establishment, für die Wahrheit. Im Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Gleichheit, für Frieden, gegen Rassismus, gegen den Hunger in der Welt, gegen die Ausgrenzung von HIV-Positiven, gegen die Todesstrafe. Sie gehört zu der starken Liga von Frauen, die die Veränderung der Gesellschaft nicht nur anmahnen, sondern vorantreiben. Für uns alle hier ist es wirklich ein ganz, ganz großes Vergnügen, heute Abend mit dieser wunderbaren Frau, mit dieser mutigen Kämpferin hier zusammenzusitzen. Ich weiß natürlich, liebe Susan Sarandon, das ist Ihr Abend, das ist Ihre Bühne, das ist Ihr Applaus, aber irgendwie ist es auch ein bisschen mein Abend heute. Denn das große Glück, Ihnen gegenüberzustehen, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment für mich und ich genieße den aus tiefstem Herzen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam ein paar Bilder Ihrer Karriere sehen. Dich da hineingezogen. Ich weiß es auch nicht. Sie sind eine Künstlerin. Was haben Sie gesagt? Sie scheint ein nettes Mädchen zu sein. Wenn man sie erst mal kennenlernt, ist sie ganz cool. Okay. Ich kann ihre Stimme hören. Ich dachte früher auch, ich würde mit allem alleine klarkommen. Aber manchmal bedeutet stark sein eben, dass man um Hilfe bittet. Mich gebeten, ihn zu begleiten als sein geistlicher Beistand bei der Hinrichtung. Bitte, bitte tu mir nicht weh. Du lässt sie los, du verfluchtes Arschloch, oder dein hässliches Gesicht fliegt in tausend Stücke. Du bist eine gute Freundin. Du auch, du bist die Beste. Danke, dass Sie mich lieben. Haben Sie jemals geliebt? Wirklich geliebt? Ja, allerdings. Dann hat man jemanden, der alles mit einem teilt. Die guten Dinge, die schlimmen und die furchtbaren Dinge, die normalen Alltagsdinge. Also einfach alles. Dein Leben verläuft nicht ohne gesehen zu werden, weil ich dir zuschaue. Und du lebst nicht unbemerkt, weil ich Zeuge deines Lebens bin. Du bist voller Leidenschaft, lass sie raus. Glaubst du, worum es da ging? Ich bin kein naives junges Ding. Ich war schon mal verheiratet. Oh. Okay. Oh! Du sollst
die Wahrheit erkennen und die Wahrheit soll dich frei machen. Sie waren wirklich umwerfend. Dankeschön. Hast du das gesehen? Jetzt stell dir das über 89 Minuten vor. Bravo! Bravo! Es lässt wohl keinen Menschen unbeeindruckt, der das sieht. Wie Sie sehen, habe ich es geschafft. Es ist wirklich mal was anderes. Voller Respekt und Bewunderung überreiche ich Susan Sarandon, die goldene Kamera der Zeitschrift, Hör zu, für ihr Lebenswerk. Sit down. Setzen Sie sich doch. Thank you. Thank you, thank you, thank you so very much. Vielen, vielen herzlichen Dank. Amazing, amazing. Vielen herzlichen Dank. I was impressed with myself just hearing it. Für diese tolle Laudatio, die hat mich ja selbst total beeindruckt. Und ich danke Ihnen sehr, dass ich hier nach Hamburg kommen durfte. Ich war schon mal in Berlin, in München auch schon ein paar Mal. Ich war noch nie in Hamburg. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank für diesen Preis für das Lebenswerk bis jetzt. Lucky to be part of this tribe that you all are part of. Wie glücklich ich mich schätzen kann, hier sein zu können und Teil dieser Familie zu sein. Ich kann hier aus New York hierher kommen, mich verbunden fühlen mit allen deutschen Geschichtenerzählern. Und mich verbunden fühlen mit Menschen, die wie ich andere einladen möchten zu träumen. Sich etwas auszumalen und sich hineinzuversetzen und insbesondere sich zu öffnen, wunderbar zu sein, sich auf andere Menschen einzulassen, das ist das Mutigste überhaupt. Wir alle hier im Raum, wir haben unheimlich viel Möglichkeiten, die Menschen zu beeinflussen. Und ich denke, wir müssen darüber nachdenken, was wir denn den Menschen in die Köpfe setzen, die Menschen, die uns zuschauen, was vermitteln wir denen. Wir müssen uns fragen, wer sind unsere Superhelden? Welches Geschlecht haben sie? Welche Hautfarbe haben sie? Wie lösen unsere Helden Probleme? Wie behandeln sie Frauen? Wen hassen wir in unseren Geschichten und warum? Wen respektieren wir in den Geschichten, die wir erzählen und warum? Was macht einen Mann zum Mann? Und wie sehr verzerren wir die Geschichte, um unsere Geschichten zu erzählen? Wir können der Katalysator für sozialen Wandel sein und trotzdem dabei unterhalten. Meine Meinung ist, dass Unterhaltung auch Geld einbringen kann, ohne Sexismus, Rassismus und Altersdiskriminierung Vorschub zu leisten. Sie muss einfach nur ehrlich und gut gemacht sein. Paul Robeson hat einmal gesagt, Künstler sind die Hüter der Wahrheit. Sie sind das schonungslose Sprachrohr der Gesellschaft. Harry Belafonte hat kürzlich die Academy of Motion Pictures dazu aufgefordert, durch das Kino die guten Eigenschaften der Menschen stärker herauszustellen. Und ich meine, wir sollten Harry Belafonte nicht im Stich lassen. Vielen Dank.